Hallo, liebe Leute! Heute bin ich mal auf dem Kita-Gelände. Und ich zeige euch, wo ich sehr stolz drauf bin, einen Baum mit diesen Blättern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieser Baum hat Blätter, wo immer 7 Fingerblätter dran sind. Und die Blüten sehen so aus. Das sind die Blüten dieses Baumes. Und dieser Baum ist ein Kastanienbaum. Und der Kastanienbaum wird Blüten, nach der Blüte Kastanien tragen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Hallo, meine lieben Leute. Nochmal zu diesem Kastanienbaum, den habt ihr ja als erstes gesehen, gibt es jetzt nochmal ein Rätsel für alle die, die in unserer Kita sind. Als erstes ist es wichtig, dass ihr gut zuhört, denn nicht alle Seemänner fahren zu See. Eine davon kommt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Kita. Und wer den Nachname kennt von ihr, der weiß jetzt schon, wer sie ist. Aber ich habe noch ein paar Tipps für euch. Einmal die Woche gehe ich mit ein paar Kindern in den Gemeindesaal, um zu singen. Und dabei sind auch immer die 4 netten Damen. Ob ihr jetzt schon wisst, wer das ist? Besonders gern bastel und male ich mit euch. Jetzt fällt euch doch was ein, oder? Oder Gedichte und Fingerspiele mit euch zu lernen. Und dann zu sehen, wie stolz ihr sie aufsagt, das macht mich super froh. Und in welcher Gruppe ich bin, möchtet ihr wissen? Na, diese Gruppe hat ein Tier, wo eine Kollegin immer sagt, meine Hunden haben Fieber, oh die Armen. Möchte sich keiner denn der armen Tier erbarmen? Meine, genau die, haben Fieber, sagt der Farmbesitzer, Sieber hätte ich selber lieber Fieber und den ging es gut. Das war's für heute. Leider muss ich arbeiten diese Woche. Was heißt leider? Ich freue mich, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Deswegen werden die Videos entweder kürzer oder nicht jeden Tag auf YouTube zu sehen sein. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ciao, alles Gute, tschüss.